Liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie ich meinen Beitrag dazu leisten will, dass Deutschland gerettet wird. Das klingt sehr pathetisch, aber um nichts weniger als das geht es. Mit inbegriffen ist dabei, die AfD auf 40% zu führen. Das klingt jetzt erst einmal vermessen. 40%? Wir können doch erstmal froh sein, wenn wir uns über 10% halten. Und die anderen werden uns dann schon irgendwann akzeptieren. Aber so wird das nicht funktionieren. Im Moment ist es so, dass Querdenken im Fokus steht. Aber erinnern wir uns an die Hetze von letztem Jahr vor der Corona-Zeit. An die Berliner Runde nach der Hamburg-Wahl. Wie es dazu gegangen ist. Und wie es auch jetzt eigentlich auch noch zugeht. Nur lassen die Medien jetzt vielleicht ein bisschen locker, weil viele endgültig abgeschreckt sind gegenüber der AfD. Da machen sie sich jetzt gar nicht mehr die Mühe. Worin sehe ich jetzt meinen Beitrag? Es ist der Umgang mit den Medien. Wie man sie entblößen kann. Denn das ist der Schlüssel. Man muss verstehen, im Moment sind die Medien die heimlichen Herrscher, die linksgrünen Medien. Also die Leute, die dort das Sagen haben, die die Berichterstattung bestimmen. Das sind viele Leute. Aber es sind mittlerweile keine ehrenhaften Journalisten mehr, sondern sie rekrutieren sich immer mehr aus der Antifa, aus faschistoiden Kreisen. Es ist so, dass der Mensch schwach ist, viel schwächer, als wir uns selbst vorstellen. Auch wir. Auch wir sind anfällig gegenüber Manipulationsmethoden. Es soll einmal jeder den Test machen. Wir AfDler sind ja normalerweise sehr mit dem Arbeiten beschäftigt und konsumieren deswegen nicht so viele Medien. Ich denke, das gilt für viele. Aber machen Sie sich einmal die Mühe. Gucken Sie die Öffentlich-Rechtlichen und dann warten Sie ab, was mit Ihnen passiert. Es nähern sich die Zweifel. Haben Sie nicht doch recht? Haben Sie nicht doch einen Punkt? Es sind so viele und es sagen alle immer wieder das Gleiche. Am Anfang ärgern sie sich, aber sie werden merken, mit der Zeit werden Zweifel gesät und irgendwann brechen sie zusammen. Der menschliche Verstand ist so ausgelegt, dass wenn nur oft genug etwas wiederholt wird, dann übertrumpft das auch die Logik. Dann sagt sich der Verstand irgendwie, ach ist doch egal, ich höre es andauernd, es stimmt dann schon. Im Moment, wenn wir die Medien betrachten, dann verarbeiten wir es nachher, ärgern uns. Und denken dann nochmal über die Argumente nach. Dafür ist aber Voraussetzung, überhaupt erstmal die ganzen Argumente zu kennen. Die Altmedien arbeiten nach einfachen Prinzipien, die aber sehr wirksam sind. Vor allen Dingen die Unausgewogenheit, fehlende Ausgewogenheit. Informationen auslassen und andere Informationen betonen. Der Mensch denkt immer, was oft kommt, was in der Schlagzeile ganz oben kommt, das ist bedeutsam. Was nicht kommt, ist unwichtig. Das erfolgt unterbewusst. Und es ist nun nicht einmal so, dass Argumente vollkommen ausgeblendet werden müssen, sondern es reicht sogar aus, wenn man jetzt beispielsweise bei Corona, so macht das Markus Lanz oder so machen das viele, man bringt einmal vielleicht einen John Ioannidis, sagt das einmal, und dann tut man aber so, der Lockdown ist unausweichlich, also man setzt das so voraus in den Sendungen. Man tut immer so, es ist vollkommen klar, wir brauchen einen Lockdown, es führt keinen Weg dran vorbei. Darüber redet man gar nicht mehr, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Man tut so, darüber muss gar nicht mehr diskutiert werden. Und dann spielt es keine Rolle mehr, dass Markus Lanz vielleicht irgendwann einmal die Sterblichkeit von 0,25% von John Ioannidis erwähnt hat. Ich weiß gar nicht, ob er es erwähnt hat, aber wahrscheinlich hat er es irgendwann erwähnt. Daraus wird deutlich, die Medienkritik ist schwierig. Und aus dem Grund traut sich die AfD es auch nicht. Aber Flucht bringt nichts. Warum mache ich jetzt so lange Ausschweife über die Medien? Um zu verdeutlichen, dass die Medien die Herrscher sind. Die Medien bestimmen die Narrative, die Anschauungen, die die Leute glauben. Und selbst wenn sie logisch keinen Sinn machen, durch die Wiederholung glauben es viele Leute. Sei es jetzt Corona-Panik, Treibhauseffekt, Russland, alle denkbaren Themen, über die wir uns auch geärgert haben. Migration,
Euro-Rettung. Die AfD stellt sich ja dagegen. Sie hat ein eigenes Narrativ, bezieht Positionen. Und aus diesem Grund wird die AfD bekämpft. Und sie wird sehr erfolgreich bekämpft. Viele denken jetzt, ja, wir haben es doch immerhin geschafft. 10%, 12%. Aber 80% wählen die Altparteien. Und mit 10 bis 12% haben wir nichts zu sagen. Und machen wir uns nichts vor, die Gerichte, sie werden irgendwann einknicken. Die Gerichte, die Richter werden intransparent von Politikern berufen. Es ist nur eine Frage der Zeit bei den jetzigen Spitzenpolitikern der Altparteien, wann die Gerichte zusammenbrechen unter dem Meinungsdruck und unter denen, wann eine entsprechende Anzahl an falschen Richtern berufen wurde. Das heißt, wenn die AfD es nicht schafft, über 40% zu kommen in den nächsten Jahren, dann wird die AfD untergehen, dann wird Deutschland untergehen. Dann wird sich Deutschland sehr wahrscheinlich in eine Diktatur verwandeln. So nach und nach. Jetzt denken sich viele, ach, man muss doch nicht so pessimistisch sein, das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben. Es wird sich schon alles irgendwie normalisieren. Die Leute werden sich an die AfD gewöhnen, das ist ja mit allen Parteien so, das war ja bei den Grünen auch so. Und mit der Zeit werden sie es akzeptieren, dass die AfD da ist. Und dann wird alles normal werden. Vielleicht gilt das für Leute wie von der CDU. Die CDU ist ja daran geübt, rechte Parteien rechts der CDU wegzumessern, um es mal so auszudrücken. Mit unlauteren Methoden den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren, so ging es wohl auch den Republikanern, und diese Parteien so kaputt zu machen. Aber bei den Linken, bei den Grünen und vor allen Dingen bei der Strömung, die Medien jetzt dominiert, die Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen, aber auch Spiegel, da sind viele Leute, denen geht es um was anderes. Also viele nennen diese Leute Kommunisten, aber ich denke, das ist zu positiv. Weil diese Leute, die sind ja auch für die Islamisierung, das hat ja mit Kommunismus gar nichts zu tun. Es sind einfach hasserfüllte, bösartige Leute, die uns feindlich behandeln, auf die mieseste Art und Weise. Und das richtet sich nicht gegen die AfD, sondern es richtet sich genauso gegen einen Maaßen, gegen jeden, der sich bestimmten Narrativen entgegenstellt. Für diese Leute ist die AfD nur ein Teil des Feindes. Und diese Leute machen bei der AfD auch nicht Schluss. Es geht ihnen gar nicht um die AfD. Die AfD war jetzt nur vorrangiges Ziel, weil wir die Position vertreten, die anderen nicht vertreten. Deswegen waren jetzt wir vorrangiges Ziel, aber jetzt kommt Querdenken mit Corona, stellt sich bei Corona entgegen. Es kommt einer nach dem anderen. Und diese Leute hören nicht auf. Und wozu so etwas führen kann, das haben wir ja, sehen wir oft genug auf der Welt, das haben wir in Deutschland vor einigen Jahrzehnten auch erlebt. Ein großer Fehler ist, was diese Leute auch provozieren, die Grünen, dass man sie für dumm hält. Wenn man sie für dumm hält, dann entschuldigt man ihr hetzerisches Verhalten. Aber diese Journalisten, die sind überhaupt nicht dumm, die wissen über alles bestens Bescheid. Die verstehen die Dinge nicht falsch, weil sie zu doof sind, sondern die nutzen absichtlich einen möglichst negativen, die sehen den Interpretationsspielraum und nutzen ihn möglichst negativ zu Lasten der AfD aus. Betreiben dann eine einseitige Themenlenkung zu Lasten der AfD. Sie benutzen geschickt Trickbegriffe, die in Wahrheit entmenschlichend sind. Das sollen aber die AfD gar nicht bemerken. Beispiel ist der Populismusbegriff. Was heißt es, ein Populist zu sein? Das heißt, man hat keinen Rückgrat. Man erzählt den Leuten was anderes, als man denkt. Man verkauft seine Seele. Das ist furchteinflößend. Der AfD werden alle menschlichen Attribute abgesprochen in der Berichterstattung. Bei den Grünen das Gegenteil. Die Grünen sind gefühlswarm, menschlich, nachhaltig, kompetent. Und bei der AfD genau das Gegenteil. Unemotional, kaltherzig, höchstens wütend, schreierisch, unseriös, alle möglichen negativen Attribute. Und so muss man sehen, das wird bei den Öffentlich-Rechtlichen rund um die Uhr transportiert. Und das erreicht die meisten Leute. Und YouTube und irgendwelche Phoenix-Interviews, Pressekonferenzen,
Das erreicht niemanden. Das erreicht die AfD-Wähler. Das erreicht die Leute, die sowieso schon AfD wählen. Und es erreicht die Linksextremen, die wir sowieso nicht überzeugen. Die über alles genau Bescheid wissen und die das Ganze gegen die AfD vorantreiben. Das sind die Leute, die wir über YouTube vorwiegend erreichen. Warum mache ich jetzt so einen großen Ausschweif? Es geht darum, aufzuzeigen, dass die jetzigen Medien, dass die Medienlandschaft umgestaltet werden muss. Dass die AfD alles daran setzen muss, dass die Leute alternative Medien konsumieren. Wenn uns selbst die Propagandamethoden bewusst sind, wenn wir das verstehen, und es ist ja ein riesiges Framing-Manual, das heißt, wenn man sich damit auseinandersetzt und diese Methoden versteht, wie sie auch auf uns wirken, wie wir selber beeinflusst werden, dann können wir es darlegen, können wir es auch anderen darlegen. Und wenn wir es schaffen, den Leuten das darzulegen, die Manipulation, dann verliert sie ihre Wirkung. Weil die Leute sich dann anders informieren wollen und sie auch diese Methoden reflektieren. Und dann merken, aha, jetzt hat jetzt hier diese und diese Methode wurde angewandt, jetzt soll ich da und dazu gebracht werden. Und wenn die Leute das merken, dann funktioniert es nicht. Und es ist auch so, dass wenn man es schafft, den Leuten das nahezubringen, dann sehen die Leute schwach aus. Jetzt kann man sich denken, das ist ja ganz einfach, dann machen wir doch das einfach. Aber davon ist die AfD, davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Die AfD-Auftritte sehen im Moment normalerweise so aus. Der AfD-Vertreter versucht, möglichst höflich zu sein. Versucht, nur nette Dinge zu sagen. Beantwortet höflich alle Fragen. Betreibt auch keine Themenlenkung, weil dann würden ja die Medien sagen, er lenkt ab. Sondern er denkt sich, ich beantworte alles ganz höflich, ganz freundlich, ganz nett, ganz zurückhaltend. Ich bin ja auch konservativ. Ich strahle durch Seriosität aus, indem ich einfach alle Fragen nett und höflich beantworte. Und da ich mir nichts vorzuwerfen habe, kann das den Bürger auch nur überzeugen. Diese Strategie wenden die AfD-Vertreter jetzt seit 7 Jahren an. Und es ist ja auch richtig, wenn man ruhig und höflich ist, macht das immer einen guten Eindruck. Aber jetzt kommt das Problem. Die Leute lesen zwischen den Zeilen. Die Altmedien und die Altparteien wiederholen ständig Beleidigungen gegenüber der AfD. In einer Dauerschleife, immer wieder. Und auch finden ja auch in Interviews manipulative Methoden statt. Beispielsweise indem es Rechtsextremismus wird jetzt in einer Dauerschleife gebracht. Und dadurch brennt sich in den Köpfen der Zuschauer ein, AfD, Rechtsextremismus, da wird eine Verbindung geschaffen. Das ist ein Problem. Einfach durch die ständige Thematisierung. Es ist dann auch egal, wie gut ein Jörg Meuthen oder sonst wer darlegt, was die AfD alles dagegen tut, wie viele Mitglieder ausgeschlossen werden. Die Unvereinbarkeitsliste. Solange das Thema gespielt wird und es lang gespielt wird, denken die Leute, ah ja, es ist ein Problem, die machen zwar, probiert, der sagt es jetzt zwar, aber es ist ein Problem. Völlig unabhängig von der Antwort. Das heißt, wenn man hier nur höflich antwortet, die Fragen beantwortet, dann kommt man nicht weiter. Dann hat man verloren, dann wirkt die Manipulation. Und die Zuschauer lesen auch zwischen den Zeilen. Wenn jetzt der Zuschauer sieht, okay, der Moderator, die Altparteien in der Talkrunde, die AfD wird dauernd beleidigt und er beschwert sich nicht, er ist immer nur höflich, dann hat das jetzt seine Berechtigung. Das heißt, wenn er sich nicht beschwert, dann ist es okay, was die anderen machen. Dann hat das seinen Grund. Und dann ist das Höfliche, wirkt dann nur gespielt. Ah ja, der tut jetzt nett, aber er ist es in Wahrheit gar nicht. Es ist jetzt nicht so, dass diesen Fehler jetzt nur die Gemäßigten, in Anführungszeichen, was auch ein Fehlnarrativ ist, was auch die Altmedien verbreiten, um zu spalten, um Jörg Meuthen, dass er den Fehler macht. Das trifft auch auf Andreas Kalbitz, auf Björn Höcke, sie haben es alle genauso gemacht. Auch Andreas Kalbitz bei RBB, ganz stark, immer höflich gewesen, nett gewesen. Und dann kam halt das Framing. Ah, der rechtsextreme Kalbitz, er tut jetzt nur nett. Er hat jetzt im Interview nett getan, aber in Wahrheit ist er ganz anders. Und aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Und so läuft das jetzt seit 7, 8 Jahren. Was kann man jetzt dagegen tun?
Jetzt kommt der Einwand. Ja, wenn ich jetzt mich über die Medien beschwere, dann verwenden die das wieder gegen mich. Dann stellen die mich als weinerlich hin. Wenn ich mich beschwere, dann ist es nur schlimm. Dann werde ich schlecht dargestellt. Wenn ich höflich bin, dann kann ich nicht schlecht dargestellt werden. Aber wenn ich mich jetzt beschwere oder irgendwie aggressiv bin, dann machen die mich fertig. Das ist die Angst. Aber es funktioniert ganz anders. Man kann die Medien dran kriegen, man kann sie entblößen, ohne dabei aggressiv zu wirken. Und es geht so: Man gibt den Leuten die Fakten, die sie brauchen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Das bedeutet, aus Antworten heraus betreibt man eine Themenlenkung auf die Dinge, die die Altmedien möglichst versuchen zu verschweigen. Beispiel Klima. Die Medien werden nie fragen nach der Arbeit von Gerlich und Teuschner, die Widerlegung des Treibhauseffekts. Gerlich und Teuschner, sie wurden nie bei Lanz eingeladen oder sonst wo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Obwohl Gerlich ein Professor war und ein Institut geleitet hat. Er ist ja theoretischer Physiker. Also nicht irgendwer, das ist ein hochkarätiger Wissenschaftler gewesen. Er hat nie die Gelegenheit bekommen, seine Position darzustellen. Die Leute wissen davon nichts. Die Leute wissen nicht, dass es so eine Arbeit gibt, dass der Treibhauseffekt widerlegt wurde. Oder die Hockeyschlägerkurve, den Prozess um die Hockeyschlägerkurve. Da wurde ja suggeriert, wir haben hier 1000 Jahre lang, ist die Temperatur ganz gerade, dann geht sie jetzt in den letzten 100 Jahren steil nach oben. Das denken die Leute heute noch. Und wenn man das denkt, dann ist es auch folgerichtig in Baden-Württemberg, dass die ganzen konservativen Baden-Württemberger Grün wählen, weil die denken sich wirklich, die Welt geht unter. Wir müssen jetzt umsteuern, sonst geht die Welt unter. Das ist das folgerichtige Narrativ aus den Anschauungen der Altmedien. Die Altmedien werden von sich aus nie nach der Arbeit fragen. Also muss man sich selber vornehmen als AfD-Vertreter. Man überlegt sich, was wollen die Medien den Leuten nicht sagen? Was ist ganz wichtig, was die Leute wissen? Man spielt selber Journalist. Man tauscht die Rollen. Wir sind Journalisten und wir wollen die Leute aufklären über diese sogenannten Journalisten, was sie so alles für Manipulationstechniken betreiben und über Inhalte, die sie verschweigen. Das heißt, wir sind der Journalist. Und indem wir im Interview deutlich machen, dass der Journalist seiner Rolle nicht nachkommt, dass er Manipulationsmethoden anwendet, die man am besten sofort aufdeckt, wenn er sie anwendet. Und die kann man ja erlernen. Man kann in ein Interview reingehen und man kann auf die Tricks warten, dass sie kommen. Man kennt es ja irgendwann. Man hört bei der Frage genau zu, achtet auf den Trick, auf den Framing-Trick. Und es ist auch so, auch bei Phoenix, es ist keine Frage mittlerweile, wird mehr gestellt, wo nicht irgendein Trick eingebaut ist. Aber dieser Trick, einen Trick anzuwenden, ist ein Risiko. Weil wir haben die Möglichkeit, in der Antwort diesen Trick dem Zuschauer darzustellen. Das macht man aber nicht so, dass man jetzt einen Vorwurf macht. Man sagt nicht, ihr wollt jetzt hier einen Trick anwenden. Ihr seid die Lügenpresse. Ihr wollt uns jetzt benachteiligen. Haha, ich hab dich erwischt. Sondern man macht es anders. Man benennt den Trick. Man benennt den Vorgang. Also beispielsweise, dass jetzt die AfD immer mit dem Rechtsextremismus Vorwurf in Verbindung gebracht wird, dass das die Psyche beeinflusst, dass eine Verbindung geschaffen wird. Und dann sagt man, ja, es wird jetzt hier dauernd dieses Thema gebracht, das wirkt sich bei Menschen so und so aus, dass da eine Verbindung geschaffen wird. Ich bin mir ganz sicher, das ist nicht ihre Absicht, aber das ist natürlich, wollen wir das nicht. Deswegen, ich habe jetzt ihre Frage ausgiebig beantwortet. Deswegen jetzt bitte ein anderes Thema, weil das für uns nachteilhaft ist. Weiß ich, wenn das immer dauernd wiederholt wird, dann wirkt es sich auf die Leute aus, dass sie eine Verbindung sehen zwischen Rechtsextremismus, obwohl die Verbindung gar nicht besteht. Bin mir aber ganz sicher, dass sie das nicht absichtlich gemacht haben. Oder das muss man jetzt auch nicht sagen. Aber man macht nicht den Vorwurf. Man stellt nur dar, was passiert. Und die Leute denken sich dann schon ihren Teil. Die Leute wissen ganz genau, das ist natürlich kein Zufall, dass das jetzt in einer Dauerschleife gespielt wird. Die wissen ganz genau, dass der Interviewer sich die Fragen vorher genau überlegt hat und dass das kein Zufall ist. Das heißt, wir geben den schwarzen Peter ab. Wir liefern die Fakten
Und die Leute wollen sowieso selbst schlau sein. Die Leute wollen nicht irgendwas aufgedrückt bekommen, die Leute wollen sich selbst ihre Meinung bilden. Und wir geben ihnen dann die Bruchstücke, die sie brauchen. Und da rücken dann die entsprechenden Dinge in den Vordergrund. Und da kommt dann der Interviewer auch nicht raus. Wenn er diesen Trick angewendet hat, dann ist es ja legitim, dann empfindet es der Zuschauer legitim, dass der AfD darauf hinweist, weil es ihn ja benachteiligt. Man muss natürlich zu einem gewissen Grad schlagfertig sein, um das zu bemerken im Interview. Aber andere Dinge kann man sich vornehmen. Man kann sich zum Beispiel an Fehlverhalten von Interviewern aus der Vergangenheit, da kann man sich so vorbereiten, dass man das weiß. Und man nimmt sich vor, das aus einer Themenlenkung heraus, aus einer Antwort, das zu benennen. Und genauso irgendwelche Sachthemen. Sei es Migration, aber vor allen Dingen am besten wichtige Studien. Zu Corona oder zum Klima. Oder auch Betrugsfälle, die die Medien nicht erwähnen. Alles, was die Medien verschweigen wollen, hinten anstellen wollen, rückt man in den Vordergrund. Dann kann man auch gleich darauf hinweisen, dass jetzt wir die Aufgabe übernehmen müssen, das zu berichten, dass es ja leider nicht berichtet wurde. Und wenn die Leute dann plötzlich hören, ah ja, da gibt es eine Arbeit, Treibhauseffekt, Gerlich Tscheuschner, und das ist ein renommierter Wissenschaftler, und da passieren überhaupt viele wichtige Dinge, von denen habe ich nichts gewusst, dann fangen die Leute von allein an zu denken. Die Medien täuschen, sie enthalten uns Informationen vor. Das ekelt uns an, wir wollen andere Medien konsumieren, die der AfD-Vertreter auch benennen kann. Er kann so einstreuen Epoch Times, es gibt Epoch Times. Die meisten Leute kennen das ja gar nicht. Können AfD-Vertreter wunderbar einstreuen, alternative Medien, in Antworten. Das heißt, man liefert den Leuten die Informationen, dass die Leute das sehen. Wir werden hier getäuscht. Es werden Informationen ausgelassen, wir werden hier unzureichend informiert. Wir werden manipuliert. Und wir haben ja noch eine Alternative. Und dann wählt der Bürger von ganz allein AfD. Und wenn man diese Fakten ganz höflich vorträgt, eine eigene Themenlenkung betreibt, dann man wird auch spüren, wie weh man diesen Leuten tut. Und wie stark das ist. Weil man zieht sie ja vor allen Leuten aus. Aber das geschieht bisher nicht. Oder unzureichend. Da ist noch ganz viel Potenzial. Und die AfD ist mächtig. Sie hat Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu erreichen. Auch über Flugblätter und Plakate. Aber auch in Talkshows. Es gibt wenige Auftritte. Aber alle Auftritte kann man ausnutzen, auch wenn es 1 gegen 5 steht. Auch wenn es 1 gegen 5 steht, dann kann man Manipulationstricks aufgreifen und in den Mittelpunkt stellen. Kann man Fakten der Öffentlichkeit weiterreichen. Auch das ist 1 gegen 5 möglich. Man muss nur die richtigen Prioritäten setzen, die entscheidenden Dinge benennen. Dann können sie, egal wie viele sie sind, sie verlieren trotzdem. Es ist alles möglich. Aber bisher, und da möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, ich habe ja aufwendig das analysiert. Deswegen habe ich auch den Kanal, meinen YouTube-Kanal gegründet. Und hier möchte ich meinen Beitrag leisten, dass die AfD professionell die Medien mit ihnen in die Konfrontation geht. Die Medien behandeln ja die AfD feindlich. Die Linksgrünen und auch Springer auch, wahrscheinlich aus finanziellen Interessen. Weil sich mit Corona, Klima lässt sich wahrscheinlich viel Geld verdienen. Aus welchem Grund auch immer. Sie verhalten sich alle feindlich. Mit absolut faschistoiden Methoden. Mit undemokratischen Methoden. Die wirklich charakterlich das allerletzte sind. Sie verhalten sich feindlich. Und so sagt es ja auch die CSU oder Laschet, Söder. Wir bekämpfen die AfD bis aufs Messer. Es sind Feinde und wir müssen sie auch wie Feinde behandeln entsprechend. Und nicht darauf hoffen, wir sind nett zu ihnen, sie sind nett zu uns. Nein, wenn wir nett zu ihnen sind, dann nutzen sie das nur als Schwäche aus. Und sagen, wenn wir ihnen jetzt nicht wehtun in Interviews, denken, ja, die waren ja vorher in der Sendung nett zu uns, irgendwie, wir haben ja nett gesprochen, jetzt bin ich in der Sendung auch nett. Und dann kommen wir schon zueinander und dann normalisiert sich das Ganze. So funktionieren diese Leute nicht. Sondern diese Leute haben ja durch ihre Berichterstattung, haben sie ihren ganzen Stolz abgegeben. Da ist wahrscheinlich irgendwas passiert. Also sie sind nicht mehr normal, sie ticken anders.
man muss sich das immer vorstellen, sie haben ihre gesamte Ehre abgegeben. Und sie sind erfüllt von Hass dadurch auch. Sie hassen sich selbst und sie hassen andere. Sie hassen uns. Und dann hilft das nichts anderes, als diesen Leuten die Grenzen aufzuzeigen. Jetzt werden einige vielleicht einwenden und sagen, in einer 1 gegen 5 Situation, man kommt doch zwangsläufig in die Defensive. Es kommen Vorwürfe über Vorwürfe und da muss man sich doch erstmal rechtfertigen dafür. Da kommt man doch gar nicht drum herum. Ein typischer Fehler zu sagen ist, auf einen Vorwurf, Sie sind rechtsextrem, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wäre die Antwort, nein, wir sind nicht rechtsextrem, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist man in der Defensive. Man hat eine viel bessere Möglichkeit. Es läuft eigentlich immer auf Unausgewogenheit hinaus. Man spürt die Unfairness, aber man fühlt sich hilflos. Und es ist eigentlich immer irgendwie unausgewogen. Es werden irgendwelche Beispiele gebracht, aber sie sind dann sinnentstellt und sie repräsentieren nicht die Mehrheit. Es ist wieder das Spiel mit dem Eindruck, dass das, was der Zuschauer hört, das nimmt er wahr, das ist relevant, das ist wichtig. Das heißt, wenn jetzt ein Beispiel, wenn jetzt ein roter Punkt in einem blauen Bild erwähnt wird, dann hat der Zuschauer das Gefühl, das ganze Bild ist rot, obwohl das ganze Bild blau ist bis auf den einen roten Punkt. Das können diese Leute erreichen, durch diese einseitige Thematisierung. Und so läuft es eigentlich immer. Darauf läuft es immer hinaus. Und der Konter ist hier, auch wenn man noch nicht genau weiß, in welcher Weise genau. Aber wenn man die Unfairness spürt, dann kann man immer schon mal sagen, es ist unausgewogen. Was sie machen hier, ist unausgewogen. Und während man das sagt, kann man nachdenken. Und wenn man die Unausgewogenheit anspricht, dann kann man auch automatisch eine Themenlenkung betreiben. Weil das kommt ja aus dem Vorwurf, kommt das ja raus. Und dann kann man die ganzen Beispiele aussprechen, die dagegen sprechen, die die Altmedien, die Altparteien nicht erwähnen. Das kann man dann alles schön ausführen. Das heißt, man hat eigentlich nur einen Satz, es ist unausgewogen, das ist die Verteidigung. Und dann geht man sofort zum Gegenangriff über, indem man die ganzen Punkte auflistet, die eben deutlich machen, es ist unausgewogen. Und darüber kann man dann in dem Moment nachdenken, indem man das sagt, dass es unausgewogen ist. Und normalerweise sind ja auch immer die gleichen Beispiele, die man auch immer wieder bringen kann. Es ist natürlich so, man braucht Nervenstärke, wenn man sein Narrativ behaupten will. Weil man spürt die erdrückende Macht. Es geht immer ums Narrativ. Sie wollen ihr Narrativ durchbringen, wir halten unser Narrativ dagegen. Sie wollen ihr Täuschungsnarrativ etablieren, wir müssen unser wahrhaftiges Narrativ müssen wir behalten und dagegen stellen. Und das erfordert Nervenstärke. Ich traue mir selbst zu, einem solchen Druck standzuhalten. Ich halte mich für sehr nervenstark. Wenn die anderen alle anfangen zu zittern und zu flattern, da bleibe ich eigentlich immer ganz ruhig. Das habe ich schon bei der Bundeswehr gemerkt. Bei der Rekrutenprüfung am Ende, der Grundausbildung. Alle wurden nervös und ich habe mich eigentlich besonders gut gefühlt in dem Moment, wo alle ganz nervös wurden. Hier auf meinem Kanal habe ich mich mit ganz vielen Beispielen auseinandergesetzt. Deswegen weiß ich ja auch mittlerweile, dass es eigentlich immer das Gleiche ist in einer anderen Variante. Gucken Sie sich auf dem Kanal um und Sie werden sehen, dass ich nicht nur rede, sondern das, was ich jetzt hier sage, dass man die Medien kontern kann, dass man sie entblößen kann, dass ich auch konkret aufzeige, wie das geht. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Medienentblößung, der Umgang mit den Medien, dass das bei der AfD oberste Priorität hat. Eine höhere Priorität als bisher. Nur ganz schnell möchte ich einige Unterlagen zeigen. Viele kennen mich nicht, oder jedenfalls nicht privat. Und dann steht natürlich immer der Verdacht im Raum, man kann ja alles erzählen, aber es stimmt dann gar nicht. Also hier erstmal mein Mediengestalter, Bild- und Tonzeugnis, das alle hier sehen. So, ich hoffe, man kann es lesen. Dann hier mein Realschullehramtszeugnis für Geografie, Physik, Mathematik mit 1,89. Dann hier mein Zeugnis für den Masterstudien Bildungswissenschaften mit der Durchschnittsnote 1,1.
Also die Note steht. Hier ist die Note. Dann hier die ganzen Noten im Detail. Ich zeige es einfach mal. Noch etwas anderes. Mir ist bewusst, dass dieses Abgeordnetenmandat mit viel Geld verbunden ist. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich werde auf keinen Fall meinen Lebensstandard irgendwie verändern, sondern das ganze Geld wird gespart. Im Moment verdiene ich nicht so viel Geld. Ich habe ja intensiv meinen YouTube-Kanal betrieben, habe promoviert und als Einkommen habe ich in der Stiftungsverwaltung gearbeitet. Im Moment bin ich noch ledig und dadurch sind die Kosten besonders gering. Natürlich strebe ich aber eine Familie an. Irgendwann, aber im Moment passt es nicht. Meine Hobbys sind vielfältig. Schon immer war Meteorologie ein Hobby von mir. Gebannt habe ich die Wolken am Himmel beobachtet und ich liebe es, wenn es schneit, Gewitter gibt, es interessante Wetterereignisse gibt. Genauso bin ich aber musikalisch interessiert. Ich habe ein absolutes Gehör und Musik war immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe mir mein privates Studio aufgebaut und selber Musik produziert und auch verkauft. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das nicht nachhaltiger kommerziell vorangetrieben habe. Aber es kamen dann andere Dinge dazwischen. Ansonsten treibe ich viel Sport. Ich leite die Volleyballgruppe im örtlichen Sportverein. Ich betreibe aber alle möglichen Arten von Sport. Ich fahre gern Fahrrad, jogge sehr gern, betreibe Calisthenics, falls das jemandem etwas sagt. Das sind also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, also zum Beispiel Handstände, aber alle möglichen Dinge, um sich fit zu halten. Krafttraining. Wann immer es geht, benutze ich nach Möglichkeit das Fahrrad. Sei es, ob ich von Weinheim nach Heidelberg oder nach Mannheim fahren will. Nur im Ausnahmefall benutze ich das Auto. Es ist für mich eine willkommene Abwechslung zur Schreibtischarbeit. Und ich bekomme dadurch den Kopf frei. Und mir kommen öfters einmal gute Gedanken dabei. Mir ist es wichtig, fit zu sein. Denn geistige Fitness, wie heißt es so schön? Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Deswegen ist mir mein Körper wichtig und mir ist es wichtig, meinen Körper zu pflegen mit Sport. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. Machen Sie es gut. Bis bald.